Rügen. Deutschlands größte Insel gilt auch als die beliebteste. Doch was macht Rügen so besonders? Das will ich herausfinden, indem ich Menschen treffe, die sich für ein Leben auf der Insel entschieden haben oder immer wieder herkommen. So wie ich selbst, denn Rügen ist auch meine Lieblingsinsel. Eine neue Art der Fortbewegung mit Pferd. Hi, Morgen. Bist du abgehauen, Mann? Guck mal, Sasu, so geht das schneller. Wir wollen ja heute nur noch 3,5 Stunden reiten. Mein guter Freund Sven Alt betreibt hier einen Reiterhof. Wie viele andere Bewohner ist er ein Zugezogener vom Festland. Auf Rügen hat er sich ein neues Leben aufgebaut. Mit ihm erkunde ich zu Pferd die Insel. Denn reiten kann man hier besonders gut. Bis zum Horizont und weiter. Hi. Hi. Wie ist der Wind heute? Heute ist super Wind. Ja? Ja. Und ist eine ganze Gruppe. Von woher seid ihr? Ja, wir sind aus Tschechien. Ach, kommt ihr extra nach Rügen? Ja, genau. Warum? Ist super Wind, super flache Wasser, schöner Wind, regelmäßige. Ist super viel Kitesurfen. Die Pferde finden es super interessant. Guck mal, Sasu sieht zum ersten Mal so einen Drachen. Was die da machen, die Menschen. Hä? Auch Wassersportler kommen hier voll auf ihre Kosten. Sven, du bist ja eigentlich gar kein gebürtiger Rüganer, ne? Du kommst aus Westfalen, aus Siegen. Warum hast du dich in die Insel verliebt? Naja, es bedarf nicht vieler Worte. Schau dich einmal um. Die fantastische Natur, die Rügen zu bieten hat, die herrlichen Bäderorte und die netten Menschen. Mhm. Da haben wir übrigens schnell zu sagen, hier bin ich, hier bleibe ich. Okay. Hier möchte ich alt werden. Ich kann es ein bisschen verstehen, ehrlich gesagt. Komm. Ich kann Sven nicht nur verstehen, ich beneide ihn sogar ein bisschen. Rügen ist für mich schon seit Jahren mein ständiger Urlaubsort, meine Oase, mein Ruhepol. Was ich aber noch nie auf Rügen erlebt habe, ist ein klassischer Strandtag, also in der Sonne liegen und baden gehen. Am Strand Schabe treffe ich eine Frau, die hier quasi aufgewachsen ist. Franziska Knuppe, Topmodel aus Berlin. Sie hat schon als Kind hier Urlaub gemacht und kommt jetzt auch mit ihrer Familie immer wieder her. Was ist Rügen heute für dich? Was ist das Besondere an Rügen? Dass es immer noch Urlaub und Heimat gleichzeitig ist für mich. Also sobald wir über die Brücke fahren in Stralsund, ich weiß nicht, da beginnt für mich Urlaub. Und sobald man dann die weiten Straßen fährt und rechts und links die bunten Felder hat, gerade im Mai, Juni blüht hier irgendwie jedes Feld in einer anderen Farbe, weiß nicht, bin ich sofort angekommen. Manche brauchen ja so Zeit, um in den Urlaub reinzukommen. Bei mir ist es dann sofort da. Du bist ja als Model viel unterwegs in der ganzen Welt und auch so in den Metropolen immer, wo so ganz viel um dich pulsiert. Und fehlt dir das manchmal hier, dass es dir jetzt so ruhig ist? Weil so ein Nachtleben auf Rügen ist ja jetzt nicht so, ne? Aber das ist genau das, was man ja eigentlich sucht im Urlaub. Dass man eben nicht dieses permanente Beschallung, sondern also einfach, dass die Ruhe auch da ist. In der Vorsaison hat man diesen 10 Kilometer langen Sandstrand sogar fast für sich allein. Aber auch sonst ist genug Platz für alle. Kommen die Fische so nah, dass man angeln kann hier direkt? Ja, also gerade im Mai, wenn der Raps blüht, sagt man, der Hornfisch oder auch genannt der Arbeiteraal kommt dichter denn hier unter die Buhnen, um hier zu laichen. Und dann wird er halt auf der Insel meist stark beangelt. Und schmeckt gut, oder? Und schmeckt sehr gut, ja. Petri, heil! Petri, danke! Jetzt will ich Franziska Knuppe eine Touristenattraktion zeigen, die sie hoffentlich noch nicht kennt. Mitten im Wald. So, dann kommen wir mit. Ich bin gespannt. Tada! Na, warst du hier schon mal? Nein. Es handelt sich hier um den sogenannten Baumwipfelpfad. Wir werden gleich einen 40 Meter hohen Turm besteigen. Okay. Das hier ist erst der Anfang. Ich selbst war auch noch nicht hier, weiß aber, dass der Weg zum Aussichtsturm über einen mehr als 1 Kilometer langen Holzpfad führt. Auf dem Weg dorthin werde ich zunehmend zittrig. Wenn ich mir das jetzt da so fixiere, dass da ja noch so Berge sind, dann geht's. Aber wenn ich runtergucke, wird mir schlecht. Okay. Okay. Der Rockzipfel wartet. Ein nettes Angebot hilft aber nicht.
Höhenangst. Geh doch mal alleine hoch und dann erzählst du mir, wie es war. Aber dann bleibst du hier alleine, ist doch viel schlimmer. Das stimmt. Komm, wir gehen gemeinsam. Nee, wir gehen jetzt. Lass mich hier ruhig, ich bleib genau hier stehen. Okay. Aber alleine ist noch schlimmer. Bleib hier stehen und mach die Augen zu. Okay. Und hoffe, dass es gleich vorbei ist. Franziska Knuppe macht sich auf den Weg zum Adlerhorst, zur Aussichtsplattform. Leider ohne mich. Es war sehr, sehr schön. Es war wirklich, es hat sich echt gelohnt. Was hast du gesehen? Ganz Rügen. Ganz Rügen. Einmal, ich habe auch so ein schönes Panorama-Selfie gemacht. Ja? Aber es war echt toll. Ja? Wirklich schön. Es ist wirklich richtig, da wird einem bewusst, wie groß die Insel ist. Echt cool. Hast du einen ganz anderen Blick auf Rügen bekommen? Ha? Ganz anders. Ich schleppe demnächst meine Familie hoch. Schön. Ich bin traurig, dass ich diese Aussicht verpasst habe und beschließe, mich den Wäldern auf Rügen lieber vom sicheren Boden aus zu nähern. Am nächsten Tag treffe ich deshalb Volker Bartmann aus Berlin. Er verdient sein Geld mit Hanomag-Touren durch den Nationalpark. Guten Morgen. Morgen. Hallo, Frau Rakers. Herr Bartmann. Etwas zu früh. Warum? Ich fülle noch gerade routinemäßig Wasser nach. Wasser? Ja. Dachte, das ist Benzin. Fährt er mit Wasser? Naja, ist ein altes Auto. 50 Jahre alt, da muss man schon mal kontrollieren, ob es auch noch drin ist. Dann kann es ja losgehen. Auf dem Weg durch den Nationalpark Jasmund erfahre ich nicht nur etwas über die Natur, sondern auch über Volker Bartmann. Und was haben Sie früher gemacht? Also ich habe mal in Köln Betriebswirtschaftslehre studiert, dann nach der Wende nach Berlin gekommen. Da war ich dann Controller. Dann habe ich mich in die Insel Rügen verliebt und bin sozusagen ausgestiegen und habe gedacht, muss auch noch was anderes geben im Leben. Ein Aussteiger, der die Natur liebt. Hier kann man jetzt recht sehr schön die Umsetzung des Nationalparkkonzeptes sehen. Das Konzept besagt, der Mensch interveniert nicht. Das heißt, Bäume, die umfallen, bleiben liegen. Und so entsteht im Grunde genommen ein Urwald. Ein norddeutscher Buchenurwald. Natur, Naturleinsatz lassen ist der Slogan eigentlich dieses Waldes. So sieht also ein norddeutscher Urwald aus. Ziemlich aufgeräumt, kaum Sträucher und Büsche. Die riesigen Buchen klauen das Licht. Schauen Sie mal hier, hier gibt es auch Kirschbäume. Das sind Kirschbäume? Ja. Schlank. Also, wir haben einen Kirschbaum im Garten, der ist also wesentlich kleiner. Ja, hier ist Pflücken halt mal eine Herausforderung. Gell? Wie soll man denn da drankommen? Sind Sie sicher, dass das ein Kirschbaum ist? Ja, Wildkirsche. Also, dass der so lang und schlank ist, das liegt daran. Schauen Sie sich mal die ganzen Buchen hier an. Auch die sind lang und schlank und haben keine Seitentriebe. Das heißt, die haben sich hier mal selber ausgesät. Selbstaussaat nennt man das. Und die konkurrieren um das Licht, weil es eben auch hier schattig ist. Und deswegen werden die lang und schlank. Und diese Kirschbäume hier haben diesen Kampf um das Licht praktisch mit aufgenommen. Und so kann sich auch ein Kirschbaum entwickeln. Das ist immer ein schöner Blick. He? Durch die Buchen jetzt das Meer, die Ostsee. Ein wunderbares Farbenspiel. Wir erreichen die Kreidefelsen. Auch dafür ist Rügen berühmt. Boah, krass. Und die Kreide, das ist ja irre, der Blick. Ja. Krieg Gänsehaut. Ist doch wirklich eine steife Brise heute, ne? Jo. Heute ist sehr viel Wind aus Nordost. Da sieht man ja, die Welle steht sozusagen auf der Kreideküste drauf. Und spült jetzt auch gerade die Kreide von den Felsen ins Wasser. Deswegen haben wir hier so eine milchige Farbe. Das ist ein ganz außergewöhnliches Schauspiel. Normalerweise ist das Wasser hier mehr bläulich oder türkis durch den Untergrund. Aber heute sehen Sie die ganze abgespülte Kreide im Wasser. Der Blick von hier oben macht mich sprachlos. Ich versuche, die schwindelerregende Höhe auszublenden. Dieses Naturschauspiel hat schon einen bekannten Maler inspiriert. Schauen Sie mal hier. Hier sind die berühmten Wissower Klinken, wo man sagt, dass sich Caspar David Friedrich hat inspirieren lassen, sein Bild zu malen. Ich zeige das mal. Schauen Sie mal hier. Die berühmten Kreidefelsen. Die berühmten Kreidefelsen, ja. Aber es sieht doch etwas anders aus. Es sieht anders aus. Ist ja auch aus dem Jahr 1818. Insofern hat man natürlich schon viele, viele Veränderungen an der Küste. Das Foto ist von einer alten Postkarte aus dem Jahr 1894. Da sieht man doch eine große... Das sind die Wissower Klinken. Das sind die Wissower Klinken, eine Fotografie aus dem Jahr 1894. Ja, da ist die Ähnlichkeit größer in der Tat. Genau. Ja, das war quasi 70 Jahre, nachdem das Bild entstanden ist. Genau. Okay.
Ja, da passiert doch einiges mit der Küste. Ja, ne? Passiert optisch. Einiges. Langsam zwar, aber es passiert. Rügen ist nicht nur berühmt für seine Wälder, sondern auch für seine feine Kreide. Seit Jahrhunderten wird sie professionell abgebaut. Aus stillgelegten Kreidebrüchen sind teilweise Kreideseen entstanden. Der ist ja riesig. Ja, sehr groß. Ich habe mir den jetzt ein bisschen kleiner vorgestellt. Tja, der größte Kreidesee. Wie ist der entstanden? Indem man hier 40 Jahre lang Kreide abgebaut hat. Ja, Abbautiefe 70 Meter. Der ist 70 Meter tief, ja, der See. Dann hat es 10 Jahre gebraucht, damit Regenwasser praktisch dieses Loch füllt. Jetzt haben wir so 50 Meter Wassertiefe. Mhm. Und es ist ein wunderschöner, türkiser Kreidesee entstanden. Diese Farben gibt es nur auf Rügen oder in der Karibik. Ja, ich wollte gerade sagen, darf man darin schwimmen auch? Also nein, der See unterliegt noch 2 Jahre dem Bergbaurecht, ist also betreten verboten. Man kann auch schlecht schwimmen, wenn Sie sich mal die Hänge anschauen. Man kommt hier überall gut rein, aber nicht wieder raus. Aber ich war natürlich schon mal baden dort, klar. Echt? Sie waren schon mal? Ja. Aber die Stelle, wo man rauskommt, die zeigen Sie uns jetzt nicht, ne? Nö. Hab ich schon gedacht. Rein kommt hier überall, aber raus nur an einer Stelle. Schön. Die ist geheim. Nach so viel Naturkunde habe ich mir ein wenig Spaß verdient. Zurück am Auto erfüllt mir Volker Bartmann einen Wunsch. Ich darf den alten Hanomag selbst fahren. Keine leichte Aufgabe, so ganz ohne Servolenkung. Mittlerweile besitzt Volker Bartmann 16 solcher Fahrzeuge und er ist der einzige in Deutschland, der damit Touren anbietet. Unsere Tour führt uns nun zu dem einzigen noch aktiven Kreideabbaugebiet der Insel. Oh. Das ist ja riesig. Das ist ja jetzt ein Riesenareal, aber ich sehe nur einen einzigen Bagger, der arbeitet. Ist Kreideabbau nicht mehr so lohnenswert? Mehr Leute werden hier nicht gebraucht. Hier ist nur ein Baggerfahrer, der schmeißt die Kreide auf das Förderband. Die wird dann ins Kreidewerk dort unten transportiert und dort wird sie dann geschlemmt. Das reicht. Also war immer schon nur ein Bagger unterwegs, ja, hier? Ein Bagger oder ein Radlader noch dazu, aber der Rest arbeitet dann im Kreidewerk. Und wofür benutzt man Kreide heute noch? Also zum Beispiel für Zahnpasta, Wandfarbe, Porzellan, Keramik, aber auch als Füllstoff für Autoreifen, Stromkabel. Aber die Hälfte des Absatzes von 500.000 Tonnen geht in ein großes Kohlekraftwerk, Jenschwalde bei Cottbus. Die machen damit Rauchgas und Schwefel. Die jagen sozusagen die Abgase durch Kreidefilter. Und Gips ist das Abfallprodukt. Und ich habe gelesen, dass man damit auch Masken machen kann mit der Kreide, die schöner machen. Haben Sie es schon mal ausprobiert? Nein, sonst wäre ich wohl schöner geworden. Ich finde es eigentlich ganz ansprechend, ja, ehrlich gesagt. Okay, gut, danke. Okay, mache ich jeden Morgen, ja. Und dann zeigt Volker Bartmann mir plötzlich einen Ort, der für ihn ein ganz besonderer ist. Was jetzt hier? Ja, hier ist es. Hier habe ich mich in die Insel verliebt. Hier? Ja, genau hier. An dieser Stelle? Ja, an dieser Stelle mit diesem Blick. Ach. Ja. Und habe gedacht, Mann, ist das schön hier. Was lieben Sie genau an Rügen? Na, die Natur, die Vielfältigkeit der Natur. Ja. Das ist fantastisch. Hier hat man alles. Nationalpark, Kreideküste. Fast wie überall in den ganzen Nationalparken dieser Welt. Und wenn Sie es vergleichen mit anderen deutschen Inseln, was macht Rügen besonders? Ist es die Vielfältigkeit? Die Vielfältigkeit. Oder? Ja, ja. Sie haben ganz viele verschiedene Landschaftsformen und Arten hier auf der Insel. Auf komprimiertem Raum. Ja. Also ich brauche nur 10 Kilometer fahren und bin komplett in einer anderen Landschaft. Das finden Sie nirgends. Mhm. So, jetzt lüfte ich das Geheimnis des Korbes. Ah, jetzt gibt es nämlich selbstgemachten Sanddornlikör. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, aber ich wollte mich nicht selbst einladen. Der ist selbst gemacht? Der ist selbst gemacht. Woraus? Aus Sanddorn und? Ja, eine Flasche Sanddornsaft, eine Flasche weißer Rum und 2 Glas Honig. Das ist mein Geheimrezept, deswegen erzähle ich so gerne. Wie viel Alkohol hat er? Naja, kann man sich ausrechnen. 12? Bisschen Rum. Auf Rügen. Auf die Liebe zu dieser schönen Insel. Sehr gerne. Und auch das ist Rügen. Auf einer Länge von 4,5 Kilometern am Strand der Gemeinde Binz, Ortsteil Prora, steht der größte zusammenhängende Gebäudekomplex der Welt, der Koloss von Prora. Der Binzer Bürgermeister Carsten Schneider zeigt mir das Areal.
Die Nationalsozialisten wollten hier eine Ferienanlage bauen. Sie wurde nie fertiggestellt. Ja, Frau Gass, jetzt kommen wir eigentlich in den Bereich, glaube ich, der für Sie wahrscheinlich erstmal am imposantesten ist. Oh ja. Was Nämlich, ist das hier? Was war das früher? Ja, das sollte eigentlich die Empfangshalle werden, die ja, Festhalle der 20.000. Hier sollten also die Urlauber, die 20.000, die hier Urlaub machen sollten, sollten hier empfangen werden. Das war ja alles gigantisch einfach. Ne? Das war ja so das Markenzeichen auch des Nationalsozialismus, der Größenwahn. Und ich glaube, diese Halle spiegelt das natürlich jetzt hier perfekt wider. In der DDR entstand hier eine monumentale Kasernenanlage. Dann Leerstand der meisten Blöcke 20 Jahre lang. 2012 begannen Investoren mit der Sanierung, was zu Konflikten führte. Es gibt gemeindliche Interessen, es gibt Einzelinteressen, es gibt politische Interessen, es gibt denkmalpflegerische Interessen. Also es ist ein Sammelsurium eigentlich an Interessenlagen, was das Ganze natürlich nicht einfacher gemacht hat. Und fühlen Sie sich dem gewachsen? Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Man versucht natürlich als Bürgermeister das Maximum rauszuholen für die Gemeinde. Ich werde von guten Leuten beraten, würde mir natürlich manchmal ein bisschen mehr Unterstützung von der großen Politik wünschen. Aus Berlin? Aus Berlin, auch aus Schwerin bei der Entwicklung oder bei der Begleitung der Entwicklung dieses Ortsteils. Das ist ja ein kompletter Ortsteil, den wir entwickeln. Im Prinzip noch mal so groß wie Binz. Als wenn man neben Hamburg noch mal Hamburg entwickeln würde, nur mal so als Vergleich. Das ist schon eine Riesenaufgabe. Und das ist für einen kleinen Bürgermeister und ein kleines Bauamt manchmal schon ziemlich schwierig. Wir gehen weiter. Bürgermeister Carsten Schneider führt mich über die Großbaustelle, auf der Wohnungen entstehen. Verschiedene Investoren sind hier am Werk, jeder baut etwas anders. Der Blick aufs Meer ist atemberaubend, wird aber sicher seinen Preis haben. Die Musterwohnung bestärkt meinen Eindruck. Zu beiden Seiten Licht durchflutet. Auf der einen Seite also mit Blick auf die Ostsee, auf der anderen Seite mit Blick ins Grüne. Das ist spektakulär. Und dann kann man das, glaube ich, erkennen, warum momentan Wohnungen hier so stark nachgefragt werden. Man hört die Brandung, man sieht das Meer. Das ist schon schön. Aber auch bezahlbar? 3.000 Euro pro Quadratmeter werden hier aufgerufen, mindestens. Denn auf dem Dach sollen riesige Penthäuser entstehen. Angeblich für 8.000 Euro pro Quadratmeter und mehr. Wo sehen Sie Ihre Rolle als Bürgermeister bei diesem Prozess? Ja, wir müssen vor allem den Spagat hinbekommen zwischen dem Anbieten von bezahlbarem Wohnraum für die Einheimischen auf der einen Seite und der touristischen Entwicklung auf der anderen Seite. Glauben Sie, Sie bewältigen das? Das sollten Sie uns oder mich oder wer auch immer dann Bürgermeister ist, vielleicht in 10 Jahren noch mal fragen. Dann kann man vielleicht darauf Antworten geben. Es bleibt also spannend. Nirgendwo ist Geschichte und Veränderung so deutlich wie hier. Unweit des Kolosses von Prora liegt auch die berühmte Binzer Seebrücke. Kulinarisches Highlight am Strand, natürlich das Fischbrötchen. Doch Rügen hat zunehmend mehr zu bieten im Genussbereich. Hier im Seebad Binz, das übrigens das größte Seebad auf der Insel ist, gibt es zum Beispiel einen Sternekoch, der in der Szene als Erfinder der norddeutschen Naturküche gilt. In seinem Restaurant kocht Ralf Haug auch vegetarisch und vegan. Ich darf ihm heute in die Töpfe schauen. Ehrlich gesagt darf ich normalerweise eigentlich gar nicht rein in Küchen. Dann müssen wir das irgendwie hinkriegen. Also Sie sind guter Hoffnung, dass ich das nachkochen kann. Ja. Dann. Ja. Wir legen einfach mal los. Schön, wenn man mit viel Optimismus an die Sache rangeht. Gut. Wir würden starten mit dem Nudelteig. Kochen gehört nicht gerade zu meinen Stärken. Frischkäse Tortelloni in Parmesanmolke mit mariniertem Gemüse sollen das werden. Lecker. Für viele ist Ralf Haug ein Lokalheld, denn die Hälfte seiner Zutaten bezieht er direkt von der Insel. Ist das Rügener Rapsöl? Genau, jawohl. Wirklich? Ja. Ist das besonders, das Rügener Rapsöl? Ja, klar. Ja, warum? Na, ist ein handgemachtes Produkt, ne? Und es ist schon eine Besonderheit, die auch ausgezeichnet wurde mittlerweile mehrfach. Also nicht von mir, sondern von wirklich renommierten Magazinen. So. Das ist so schön, man mag es gar nicht da reinkippen. Wir haben noch mehr davon. Wir machen jetzt gerade die Füllung. Da wäre es noch mal das Gleiche. Haben wir schon geübt. Ein Ei mit rein. Einfach rein. Genau. Ohne Schale, wenn es geht. Ich will auch einmal umrühren.
Gerne. Kann ich sagen, dass ich auch einen Anteil daran hatte, außer ja, nur das Ei da reinzutun. 2009 erkochte sich Ralf Haug seinen Michelin-Stern auf Rügen. Jetzt gehen Sie einfach weg, das finde ich grob fahrlässig. Der gebürtige Schwarzwälder hat schon überall gekocht. Warum sind Sie eigentlich nach Rügen gekommen? Was hat Sie auf die Insel verschlagen? Na, das war mehr der Zufall. Also wir waren in Bayern und meine Frau wollte ans Meer, aber wegen der Kinder einen Meer, an dem Deutsch gesprochen wird. Aber ist schon Heimat für Sie geworden? Ja, klar. In relativ kurzer Zeit, oder? Wie lange sind Sie jetzt hier? 9 Jahre. 9 Jahre. Und bleiben Sie hier? Na, erstmal ja. Vielleicht gilt ja auch bei ihm irgendwann einmal Rügen, immer Rügen. Ja, das klappt doch prima. Super. Ich sehe jetzt auch gerade von der Form keinen Unterschied zwischen meinen und Ihren. Na, geht doch. Hat Rügen anderen Charakter im Sommer und im Winter? Gibt es 2 verschiedene Rügen? Ja. Ja? Ja, also nach meinem Dafürhalten klipp und klar. Im Sommer ist halt eine hohe Taktung da. Ist alles für hiesige Verhältnisse schnell. Wir reden jetzt nicht von New York oder so, aber für hiesige Verhältnisse schnell. Und halt auch sehr oberflächlich, so die Begegnungen. Und das ist später oder früher im Jahr wieder anders, ja. Wenn Sie so ein Wort hätten, um das Winterrügen zu beschreiben, welches wäre das? Das Winterrügen, ich will das jetzt auch nicht glorifizieren, ne? Ja, das Erste wäre öde, was mir da einfällt. Öde? Also, wie gesagt, das Frühjahr und der Herbst, die sind gigantisch, aber der Winter, da ist wieder zu wenig los. Das ist eben... Ja. Also Winter öde, Frühling? Perfekt. Aha, Sommer? Sehr schnelllebig, oberflächlich und Herbst wieder perfekt. Also das, ja. Dann würde ich einmal kurz sauber machen. Sie dürfen gern so lange einen kleinen Kaffee trinken oder was auch immer. Ja? Ja. Okay. Jetzt werde ich schon aus der Küche raus. Das ist hier die nächste Eskalationsstufe. Also Zwangspause für mich, die ich nutze, um mir das Restaurant näher anzuschauen. Für ein Sterne-Restaurant wirkt es auf mich ziemlich ungezwungen. Aber wie kommt es bei den Touristen an? Gibt es auch manchmal Berührungsängste, wenn die Leute hören, dass es ein Sternekoch ist? Ja, aber wir treten damit ja nicht so nach außen. Ich finde, es sieht auch gar nicht so aus, ne? Also es ist alles ein bisschen lockerer bei uns. Total. Zurück in der Küche erledigen Ralf Haug und ich die letzten Handgriffe. Ich darf abschmecken und bringe mich ein, als es ans Anrichten geht. Ich möchte auch so eine reinlegen. Ja. Was ist das? Ah, das ist eine Schnittlauchblüte. Die ist schöner, wenn man die abzupft, weil sie sich halt insgesamt relativ strohig isst. Kann ich die nicht hier so reinstecken? Doch, klar. Wenn man sie vor dem Essen wieder rauszieht, dann machen wir hier so eine Antenne rein. Darf man die nicht mitessen? Na, darf man schon. Die Frage ist halt immer, ob es Spaß macht, auf einer Blüte in der Größe rumzukauen. Ja, ich finde, es sieht toll aus. Ich würde es essen. Und mal probieren? Ja. Mmh. Macht man noch in den Kochsendungen, ja, ne? Ja, genau. Ganz ehrlich, es schmeckt. Gut. Es schmeckt, obwohl ich mitgemacht habe. So soll das sein. Meine nächste Station ist die Naturbühne Ralswiek. Können wir? 3, 2, 1. Gottes Wort und alle Welt! Hier finden die legendären Störtebeker Festspiele statt. Ich freue mich darauf, einen prominenten Mann zu treffen, der seit dem Jahr 2000 ein fester Bestandteil der Festspiele ist. Wolfgang Lippert. Ob er wohl immer noch Lampenfieber hat? Ist das die Bühne, die Welt bedeutet das hier? Das ist der Sand. Oder nicht die Bretter, sondern der Sand, der die Welt bedeutet. Und toll. Hier ist sozusagen die Zuschauertribüne. Da sitzen dann an den Wochenenden 8.000 bis 9.000 Menschen. 8.000 bis 9.000 Menschen? Ja. Und was ist das für ein Gefühl, wenn man hier steht? Vor so vielen Menschen? Das ist ehrfürchtig. Also irgendwie ist diese Dimension einfach großartig. Und ist das immer noch ein ehrfürchtiges Gefühl, obwohl Sie schon so oft mitgemacht haben, seit 16 Jahren? Ich habe immer noch Lampenfieber. Also von Ende Juni bis Anfang September, das ist die Störtebeker-Saison.
ich habe gehört, Sie können reiten. Ja. Also ich will mal versuchen, dass ich vielleicht, wir haben ja 30 Pferde, und dass ich so zwei für uns abzweigen kann. Das aber kann, alles das, später. Das funktioniert auch so, wenn man so quasi die gar nicht kennt und dann hier auf der Bühne und so. Naja, wenn, ja, wir probieren es mal. Angebot? Mal gucken, ob ich nachher noch drauf sitze. Top. Ich bin dabei. Machen wir. Okay, super. Meine Damen und Herren, Judith Rakers in Walswiek. Wolfgang Lippert findet, dass ich bei unserer kleinen Probe auch ein angemessenes Kostüm tragen sollte. Natürlich. Das ist Judith, unser Neuzugang. Hallo. Und sie hat die Größe 36. Tina weiß gleich, es ist eher eine 38, aber ist okay. Ja, vielen Dank, Herr Lippert. 150 Darsteller müssen hier jeden Tag eingekleidet werden. Garderobiere Tina Maas und ich werden schnell fündig. Bitte schön. Oh, du bist Judith von Pommern-Wolgast, glaube ich jetzt, oder? Ich fühle mich auch ganz hochherrschaftlich. Jetzt nur nicht runterfallen in dem schönen Kleid. Und aller Welt Feind! Aller Welt Feind! Die erste Störtebäckerin betritt die Bühne! Meine Damen und Herren, sehen Sie auf diese Frau. Königin Judith, gib mir 5. Und weiter. Ja! Hey! Okay. Ein aufregender Tag war das in Deutschlands erfolgreichstem Open-Air-Theater. Am Abend machen Wolfgang Lippert und ich noch einen Spaziergang in der Nachbarschaft der Naturbühne Ralswiek. Und wie entspannen Sie nach so einem Abend auf der Naturbühne? Naja, also ich gehe ganz gerne ins Restaurant meiner Frau. Da sind wir gerade vorbeimarschiert. Aber ich setz das nicht voll mit Touristen, dann, ja, die alle sagen, oh, Herr Lippert. Ja, ja. Das Bad in der Menge, ist das zur Entspannung? Auch die meisten sind lieb eigentlich. Aber ich liebe es auch, ganz einsam irgendwo zu sein, auf dem Steg zu sitzen, so wie jetzt. Oder mit dem Boot rauszufahren oder irgendwie noch ein bisschen, so sich so ein ruhiges Eckchen zu suchen irgendwie. Gibt's genügend hier. Wolfgang Lippert und seine Frau haben noch eine Wohnung in Berlin. Die meiste Zeit jedoch leben sie auf der Insel. Natürlich möchte ich auch von ihm wissen, warum. Was ist das Besondere an Rügen? Mal ganz abgesehen von den Störtebeker Festspielen. Die Menschen, die Art, die norddeutsche, typisch norddeutsche Art, die etwas schroffe Charme und die Zeit, die man braucht, bis man Freundschaften schließt, die dann aber wirklich etwas wert sind, dass jemand sagt, du bist in Ordnung, ja, oder so. Was war denn der Moment, als Sie entschieden haben, ich möchte auf Rügen leben? Also es fing erst mal damit an, hier engagiert zu sein bei diesem Theater und dass ich dann so nach ein paar Jahren so gedacht habe, hier ist so wunderschön, warum fährst du eigentlich immer wieder weg? Und man könnte ja vielleicht auch von hier aus dann eben starten und dann kam meine Frau noch mit hier hoch, mit dem Restaurant und somit war schon viel mehr Lebensmittelpunkt. Also ich war jetzt nicht mehr der Reisende, der aus dem Koffer gelebt hat, sondern wir hatten dann eben auch schon ein Haus hier und so wurde es immer mehr. Ich denke, wir werden hier bleiben. Für immer? Ich denke schon. Ich habe viele interessante Menschen auf Rügen getroffen. Jeder hatte eine andere Antwort auf meine Rügenfrage. Jeder kam aus einem anderen Grund hierher. Aber alle schwärmten von der Vielfältigkeit dieser Insel. Das ist es, das Besondere an Rügen. Auch ich werde wiederkommen, keine Frage.